Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu, jetzt hätte ich gleich Submerge gesagt. Nein, ich meine Murder Soul Suspect. Oh Gott, ich bin schon total durch. Ich habe jetzt hier bloß Stopp gedrückt, gleich wieder Aufnahme aufnehmen gedrückt und dann geht es jetzt auch gleich weiter. So, wir gucken uns um. In der letzten Folge sind wir eigentlich nur die Dämonen davon gerannt und auch mal gestorben. Und naja. Du kannst Erinnerungsrückstände in diesem Reich enthüllen. Was hat der Mörder getan? Suchend, zufällig, kämpfend, zielsicher, weggehend. Okay. Ne, suchend könnte es sein. Suchend. Suchend. Zielsicher. Okay, neuer Hinweis. Der suchende Mörder. Der Glockenmörder hat noch etwas gesucht, aber nach... Oder nach jemandem. Wonach hat er gesucht? Warte mal, was war das? Flashback abrufen? Ach so, da zeigt es uns die Sequenz nochmal. Wie cool. Okay. Nach was hat er denn gesucht? Ja, Space verlassen bitte. Hier ist er ja nicht rausgekommen, logischerweise. Er ist ja noch nicht tot. Lass mich durch, bitte. So, hier ist schon wieder so ein... Oh, hier. Warum würde Mörder hier ein- oder auspacken? Gepackte Koffer. Wenn jemand für die Abreise gepackt hat, warum sollten sie das zurücklassen? Hier? Oh. Treffen mit Ronans Eltern. Julias Gedanken. Normal sind es die Verlobten, die nervös wegen den Treffen mit den Eltern des Auserkorenen sind, aber ich freute mich darauf und Ronans Eltern waren aufgeregt. Sie strauchelten, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ronans Dad fuchtelte die ganze Zeit mit seinen Händen herum, als er versuchte, seine plumpe Natur zu unterdrücken. Es war süß. Und Lillian ist ein Rohdiamant. So ein gutes Herz. Ich hoffe, sie verstehen, wie sehr ich sie mag. Okay, hier gibt es eine Menge einzusammeln. Ich würde gerne wissen, wie viel wir schon wieder verpasst haben. Psychologische Kinderzeichnungen. Arbeitet die Mieterin mit Kindern? Die schien psychologischen Skizzen zu sein. Gucken wir jetzt hier bei der Mieterin in der Bude. Ach so, ja, müssen wir ja, ne? Ist ja nie unsere. Nee, doch ist es ja. Guck mal hier. Geschichte ansehen. Eine Reihe mysteriöser Erinnerungen gesammelt. Ich erinnere mich noch immer an die Anzeige für die Regal Apartments in der Zeitung. Viele sahen in ihnen nur schäbige, heruntergekommene Löcher. Aber ich... Ich sah einen Ort mit Geschichte und Charakter. Ein Ort voller künstlerischer Inspiration. Bald war ich offizieller Mieter von Apartment 3A. Im Rückblick wünschte ich, ich wäre dort nie eingezogen. Meine neue Wohnung hatte mehr Charakter als erwartet. Die Teppiche waren merkwürdig feucht, die Rohre rostig und ich konnte den Mieter unter mir hören, der gegen die Wände schlug und lauthals schrie. Sicher, es gab noch andere Probleme, aber mit denen konnte ich leben. Womit ich nicht leben konnte, war Duschen mit braunem Wasser. Mysteriöse, undichte Stellen, die den Teppich schimmeln ließen und dem nervigen Nachbarn. Ich rief den Klempner, der ankam, als ich gerade ein Wörtchen mit dem Typen unter mir reden wollte. Als ich ihm die nassen Stellen auf dem Teppich zeigte, kratzte er sich am Kopf und erklärte, nichts leckte und der Grund sei vermutlich, dass ich etwas verschüttet hätte, ohne es zu merken. Hielt der Typ mich für dämlich? Ich hatte nichts verschüttet. Er entschuldigte sich, zuckte mit den Schultern und meinte, ohne Leck gäbe es nichts, was er tun könnte. Er machte mit der Dusche weiter. Zum Glück hatte das Wasser kein Problem damit, braun zu werden. Er dachte, es könnte am rostigen Boiler liegen und ging, um ihn sich anzusehen. Ich nutzte die Gelegenheit, um mich um den Mieter unter mir zu kümmern. Ich klopfte, aber niemand antwortete. Die lauteste Wohnung des ganzen Hauses war völlig still. Ich versuchte, die Tür zu öffnen und rechnete damit, dass sie verschlossen war, aber sie ging einfach auf.
Der Raum war leer und die unheimliche Stille wurde von langsamen, feuchten Schrittgeräuschen unterbrochen. Ich sah noch immer niemanden. Doch zu meinem Entsetzen erschienen auf dem Boden nasse Fußabdrücke, die auf mich zukamen. In diesem Moment hörte ich den Klempner aus dem Boilerraum unten schreien. Als ich unten ankam, war der Klempner fort, aber er hatte den Grund für das braune Wasser gefunden. In dem alten Boiler fand sich eine aufgeblähte, verfaulende Leiche, deren weit aufgerissene Augen mich vergeblich flehend anstarrten. Die Polizei ermittelt noch in dem Mord. Und der Vermieter hat versprochen, den Boilerraum zu renovieren. 3A ist wieder zu haben. Ich bezweifle, dass ich mich je wieder sauber fühlen werde. Oh, ist ja ekelig. Ist ja ekelig. Wo war das denn jetzt? War das jetzt bei 3? Oder hier? Ein nasses Grab, war das hier? Ja, das war hier. Das war gerade mal 1 von 8. Okay. Wir müssen Hinweise suchen. So, hier ist nix. Meine Primärwaffe. Ich hatte 2 Waffen und konnte es nicht mit ihm aufnehmen. Himmel. Okay. Das hatten wir gesehen. Warte mal, von wo sind denn wir reingekommen? Von hier sind wir gerade gekommen, ne? Ja, den Brief haben wir auch gelesen. Hier, die Kinderzeichnungen waren das. Genau, gut, okay. Hier haben wir noch was. Mein letzter Kampf. Ich wurde ziemlich übel herumgeworfen. Der Typ ist stark. Zerbrochen. Das Fenster, aus dem der Mörder mich geworfen hat. Ja, logisch, dass das zerbrochen ist. Hier sind doch noch... Achso, das kann ich so nicht angucken. Das interessiert jetzt sozusagen nicht. Was ist das denn? Hier ist doch schon wieder was. Wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte, ich würde alles tun, sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Was war das denn? Erinnerung der Profilerin. Cassandras Hauptsorge ist die Sicherheit ihrer Tochter. Okay, was ist denn aber? Guck mal, seht ihr das auch? Diese wandernden Symbole hier? Ist es an jeder Wand, wenn ich näher rangehe? Oh, sorry, hier wollte ich nicht hin. Irgendwie nicht. Das ist dieselbe Cassandra Foster, die gelegentlich als beratendes Medium mit der Polizei Salems gearbeitet hat. Statusabfrage der Vermisstenmeldung. Die ist also vermisst. Eine der vermissten Mieterinnen, Cassandra Foster, hat als beratendes Medium für die Polizei gearbeitet. Ach so. Die ist also vermisst. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Mann, wir müssen die Mieter finden, okay. Wenn sie noch leben. Ja. Okay, wir müssen uns noch mal genauer umgucken. Sind wir hier noch gar nicht gewesen? Anzeichen eines Kampfes. Meine Konfrontation mit dem Mörder hat zu einem wilden Kampf geführt. Okay, sie scheint sich zu verstecken. Ängstlich sieht sie nicht aus. Beobachtend. Verängstigt? Ich fand sie jetzt nicht zwingend verängstigt. F-
sich versteckende Zeugin. Es gab eine Zeugin meines Kampfes mit dem Mörder. Was hat sie gesehen? Okay. Hier kommen die Muster wieder an die Wand, je näher ich komme. Hier könnte ich es verlassen. Will ich es denn verlassen? Wieso sollte ich den Raum verlassen? Ich will mich hier nochmal ein bisschen umgucken. 9 von 14 Hinweisen. Wieso gibt's hier nicht mehr? Was können wir denn hier machen? Warum war der Mörder hier? Wegen dem Mädchen. So. Sich versteckende Zeugen. Warum war der Mörder hier? Statusabfrage der Vermisstenmeldung vielleicht? Deswegen vielleicht? Nee, auch nicht. Brauche einen Hinweis, was der Mörder hier oben getan hat. Da fehlt noch einer. Oh, das will ich doch gar nicht. Brauche einen Hinweis, was der Mörder getan hat. Er hat was gesucht. Er hat aber wahrscheinlich das Mädchen gesucht. War er hier wegen dem Mädchen und ich bin nur durch Zufall dazwischen gekommen? Kann es das sein? Kann es das gewesen sein? Dass ich einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war und eigentlich... Na, was heißt zur falschen Zeit am falschen Ort? Aber ich bin halt einfach dazu gestoßen, als er gerade irgendwie was machen wollte. Das ist auf jeden Fall. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Da bin ich also reingeplatzt. War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? Okay, wo ist denn ist das Mädchen gegangen? Wir haben das Ermittlungen abschließen. Einige Ermittlungen enthalten mehrere Fragen, die mehrere Antworten benötigen. Mögliches Ziel. Der Mörder ist vielleicht hinter dem Mädchen her. Aber warum sie? Was, das können wir uns ansehen? Spirituell. Buch über Geister. Ein Buch über Geister und verschiedene Reiche. Okay. Das habe ich vor uns gar nicht gesehen. War das der letzte Hinweis, der uns gefehlt hat? Wir müssen jetzt auf jeden Fall aus diesem Fenster hier raus. Denke ich. Oder haben wir die Frage hier immer noch? Nee. Wohin ist das Mädchen gegangen? Ja, da lang. Kann ich dir sagen. Hier.
Ich muss die Untersuchung abschließen, bevor ich hier weg kann. Ach, beeinflussen kann ich ihn jetzt, okay. Hm. Dieses Düt-Düt-Düt. Okay, warte. Auch nicht. Boxer sucht das Mädchen. Gepackte Koffer. Ich habe meine Medaille verloren jetzt, oder? Ich weiß es, hä? Hä, die versteckte Zeugin auch nicht? Was würde ihn dazu bringen, die Akte zu bewegen? Das da vielleicht. Auch nicht. Ja, aber was würde ihn denn dazu bewegen? Das da. Sicher nicht. Kinderzeichnung vielleicht? Ich rate gerade rum, es tut mir leid. Was würde ihn dazu bringen, die Akte zu bewegen? Die da, oder was? Das Fenster, das da vielleicht? Nee, auch nicht. Ja, jetzt sind wir ja gleich durch. Das ist bestimmt der Hinweis, der hier, der uns fehlt. Okay, komm. Hier, die Waffe. Es ist der Hinweis, der uns fehlt. Ich wette es mit euch. Ja. Wir sind jetzt alle Hinweise durch. Es ist der verdammte Hinweis, der uns fehlt. Bewegt die Akte. Ach so, da ist... Nicht zu erkennen. Natürlich, ich sollte die Akte vielleicht auch vorher anklicken. Oh, das sieht aus wie die Zeugin, aber was ist noch Wichtiges auf den Bildern? Oh Gott. Beeinflussen. Ich sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Fotos der Zeugen. Fotos der Zeugen als Beweise eingesammelt. Kann ich aus ihnen ableiten, wo sie hin ist? Fokussieren. Berühren. Einige Objekte lösen bei Ronan ein Flashback aus. Folge den Geräuschen, die stärkste psychische Energie kennzeichnen. Macht dieses Geräusch. Na, das da. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Okay. Die Zeugin hält sich in der nahegelegenen Kirche auf. Ugh. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. Finde die Spur des Mörders abgeschlossen. Ziel erfüllt, okay, mein einziger Hinweis. Ich muss das Mädchen, die Zeugin finden und rauskriegen, was sie weiß. Verlasse die Wohnung. Verlassen. Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhlen trotzdem.
Wow, wie seicht der einfach gelandet ist gerade, ne? Die Zeugin ist mein einziger Hinweis. Ich muss sie finden. Die Kirche ist meine größte Chance. Okay. Hier sind auch schon wieder diese Muster, ne? Der Tag, an dem alles für mich starb. Das Ende von Für immer. Daran zu denken ist surreal. Ich mache jedes Mal augenblicklich eine außerkörperliche Erfahrung durch. Sehe mich selbst in diesem Moment, nachdem sie versuchte, einen Streit zwischen zwei Männern auf der Straße zu schlichten. Zwei ihr völlig Fremde, von denen sie einer grundlos erstechen würde. Sie starb, weil sie helfen wollte, und das Arschloch ist davongekommen. Wenn ich nur eine Minute früher gekommen wäre, wäre mein Leben anders, besser. Und sie würde nicht fort sein. Wow, das Ende von Für immer. Krass. 1 von 7. Wir haben echt hier noch 4 Sachen offen. Es gibt hier echt eine Menge zu entdecken. Das heißt für mich, ich werde mich sehr genau umschauen. Nicht so wie am Ende bei Life is Strange, wo ich dann wissen wollte, was nur rauskommt und irgendwie dann alle Fotos verrammelt habe. Von Baxter schikaniert. Gedanken von Julia. Harter Arbeitstag für meinen Mann. Es dauert eine Weile, bis er darüber reden konnte, aber dieser Baxter scheint extrem feindlich gegenüber Ronan zu sein. Und es gibt nichts, was er dagegen tun kann. Es ist ein Mysterium, warum dort so viel Feindseligkeit herrscht. Ronan hat nie etwas getan, um ihn zu verärgern. Aber Baxter beschloss zu wissen, was für ein Mensch Ronan ist. Und nichts überzeugt ihn vom Gegenteil. Manche Leute lernen es nie. Okay. Wir gucken uns in Ruhe um. 116 Meter, das ist schön. Wir machen aber ganz chillig jetzt hier. Guck mal, ja. Besitzer greifen und belauschen. Sieh es ein. Baxter hat ihn gehasst. Das beruhte aber auf Gegenseitigkeit. Ronan hatte Ecken und Kanten. Aber Baxter ist auch nicht gerade ein Kuschelbär. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass er... Ich meine, einen anderen Cop... Oder sonst wen? In diesem Job bin ich mit jedem Tag weniger überrascht, wozu Leute so in der Lage sind. Baxters und Ronans Feindseligkeit. Cops fragen sich, ob Baxter Ronan genug gehasst hat, um ihn umzubringen. Ja, die Frage war klar, dass die irgendwann aufkommt, meiner Meinung nach. Hier können wir auch nichts mehr machen. Okay. So. Hier sind wieder überall diese Symbole. Ich hoffe, wir erfahren da noch, was es mit diesen Symbolen auf sich hat. Lass mich raus hier, bitte. Ich habe gerade echt überlegt, wie kommst du denn jetzt hier rüber? Kannst du auf die Tonne steigen? Ich habe immer noch nicht begriffen. Es fällt einem schwer zu glauben, dass man tot ist. Fällt einem sehr, sehr schwer. Da hinten steht wieder eine Frau. Ich kann hier nicht durch, ne? Nee. Können wir eigentlich hier rein? Manchen Fragen kann man nicht entkommen. Wohl wahr. Särge und Stein. Come join us. You will always find open doors and open arms at the top of the hill. Le Kirche. Oh nö. Oder komme ich da... Ah. Cool, dadurch komme ich hier rein. Infos zum Mörder. 3 von 39. G. Soderbergh Familienfoto. Was? Zeitungsartikel. Sie hatten so viel Potenzial. Das ist ein furchtbarer Schock gerade jetzt. Sie wurde an Smith College angenommen. Und war auf den Umzug vorbereitet. Geh, Soderbergh Familienfoto? Ist doch kein Familienfoto. Ach so, das Mädel da unten. Alles klar, alles klar.
Der geheime Schatz wird öfter wahrgenommen, als die Dunkelheit weiß. Ja. Hier gibt es auch viele Verstecke, muss ich sagen. Ich dachte gerade, jetzt kommen die Viecher wieder, aber es war diesmal nur eine Hilfe, dass wir da durchkommen. Okay, aber so wie es aussieht, kommen hier wirklich wieder irgendwelche Viecher. Hier gibt es eine Menge zu entdecken. Da unten ist ein Friedhof. Wir reden mal mit ihr. Ich würde den Boss sofort der Hexerei beschuldigen. Ich wünschte, Geister wären real und man könnte einfach mit ihnen reden. Tja, ich würde jetzt auch gern mit dir reden. Aber vielleicht nicht zwingend mit dir, aber nee, die ist ja zu, die Tür. Kommen wir nicht rein, nee. Okay, wir sind jetzt hier direkt wie in der Stadt. Julias Gedanken 3, dieses Autotattoo. Ich musste nicht mal nach dem Tattoo zum Autodiebstahl fragen. Ich hasse es. Es ist protzig, geschmacklos, gewöhnlich. Er kann mein Missfallen spüren, aber ich schätze, es ist zu spät. Alle Tattoos bringen die Gefahr des Bedauerns mit sich. Okay. Ich würde aber gerne mal hier gucken. Was ist das denn hier für eine Tür? Schon krass. Warte mal. Oh. Ewige Flamme. Noch 15 mehr zum Aufdecken der Geschichte. Need Gas. Was das denn jetzt schon wieder? Oh, keine Ahnung. Kann ich hier das noch bei mehreren machen? Hier ploppen immer so viele Sachen durch dieses Verstecken auf. Kann ich hier noch was entdecken? Nee. Nee. Warum soll ich mich denn verstecken jetzt? Ich brauche doch mich jetzt nicht verstecken. Ich bin nur hier hochgegangen, weil ich was gefunden habe. Wir gehen jetzt mal runter an den Strand. Wo bin ich? Was ist hier los? Ich weiß nicht mal, wie ich hierher kam. Ich will nur nach Hause. Ich helfe dir gleich. Nee, das will ich nicht. War's das? Zeuge sah das Gesicht des Verdächtigen nur kurz, viel vom Gesicht verdeckt, aber der Verdächtige schien ein weißer Mann mit blauen Augen zu sein. Hör mal, ich weiß nicht, ob ich irgendwas tun kann, aber... Du scheinst Hilfe gebrauchen zu können. Ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder wo dieses Hier überhaupt ist. Ich kann mich nicht erinnern, was mit mir passiert ist. Warum bin ich so? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Kleine. Aber wenn du hier bist, bist du tot. Ich wusste es. Sieh mal... Mir geht es ähnlich. Ich war früher Detective. Ich werde mich mal umsehen und versuchen, etwas zu finden, das Licht in die Sache bringen kann. Ich weiß nicht mal, wo du anfangen könntest. Erinnerst du dich an irgendetwas? Egal wie unbedeutend. Manchmal ist das kleinste Detail entscheidend. Ich erinnere mich an viele Leute. Und... an ein Ruderboot. Alle hatten Angst. Ich...
sehe immer wieder den Namen Mona Hansett. Das ist ein Anfang. Mal sehen, was ich tun kann. Mona Hansett. Sie scheint sich nicht an viel erinnern zu können. Ich frage mich, worauf sich der Name Mona Hansett bezieht. Bevor wir aber damit weitermachen oder generell weitermachen, höre ich jetzt hier auf. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich muss mein Kabel gerade mal kurz... Ich rolle immer mit meinem Stuhl über das Kabel vom Headset. Okay, also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.